Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylands am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Splinter Cell Blacklist. Auch hier nochmal die kleine Info, habe ich mal in Naruto schon rausgehauen. Spec Ops The Line ist fertig mit dem Let's Play. Ich habe jetzt ein anderes Let's Play und zwar Viva Piñata, das Aufbauspiel, Gedönse. Und ich weiß nicht so ganz, wie ich das machen will. Also ich will eigentlich davon nicht jeden Tag eins hochladen. Ich habe mir so überlegt, entweder jeden M-Tag oder jeden D-Tag in der Woche immer so eine 30-Minuten-Folge hochzuladen. Um halt so ein bisschen Abwechslung oder sowas reinzukriegen. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht da einen Vorschlag, wie ihr es gerne haben möchtet? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schrotet. Ah! Das zum Grußwort. Letztes Mal haben wir... Was ist das? Letztes Mal haben wir, Kinder erschreckt. Nein, Bomben entschärft. Doch was? Will er segeln? Wir retten hier die Welt und er will segeln gehen, oder was? Ich pack's ja nicht. So, erstmal ICQ Nummer eingeben. Dann wollen wir nochmal gucken hier. Hi! Hey. Corbin. Hey Sam. Eins wollte ich die ganze Zeit fragen. Wo ist Vic? Geht dich nichts an. Ich frag ja nur. Einige von der Crew haben darüber geredet, dass er im Krankenhaus ist. Du bist doch nicht etwa wieder auf einem deiner Vergeltungstrips. Lass es, Corbin. Ich sag es kein zweites Mal. Nee, ich will keine Corbin-Mission machen. Okay, okay. Wir sehen uns, Fischer. Brauchst du einen Spielkameraden vielleicht da drinne? So einen tollwütigen Hund vielleicht? Ist das überhaupt alles da? Ah, kacken gehen kannst du, das ist schon mal gut. Zeitung hast du auch da, prima. Richtiges Kinderparadies. Okay, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. ICQ-Nummer. So. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht mal machen. Hey Sam. Was denn? Briggs, war ganz schön knapp in Philadelphia. Nur so ließ sich unser Auftrag erledigen. Schätze, da sind wir unterschiedlicher Ansicht. Ein Jammer, dass wir ihren Anführer nicht erwischt haben. Mir genügt's, eine Million Menschen gerettet zu haben. Das wär's erstmal. Wir sehen uns. Immer so ein bisschen Palaver mit der Crew ist auch immer ganz, ganz schön. Rauszufinden, wie die so drüber denken. Die ist jeden Tag stocksteif. Kennt einer unserer Dienste das Ziel der Operation Amerikas Benzin? DCS, Heimatschutz, CIA. Keiner weiß irgendwas. Zumindest sagt uns keiner was. Wir haben denen zu viel vorenthalten. Sind die noch sauer wegen Philadelphia? Und Chicago und Benghazi. Wir haben einige Brücken eingerissen. Okay. Flugzeugupgrades. Habe ich da überhaupt noch was zu tun? Nee. Haben wir nicht mehr. Das wär's erstmal. Ich habe auch ein paar Hinweise aufgetrieben. Versuch keinen Unsinn zu machen, bis sie ausgewertet wurden. Okay. Mami. So, wollen wir mal hier auch mal anrufen. Dad? Sarah, ich wollte fragen, ob alles okay ist. Was meinst
Philadelphia los? Nie im Leben hat dieser Bahnpolizist alles verhindert. Ist eine lange Geschichte. Du darfst nicht alles im Fernsehen glauben. Steht auch im Netz. Geht's dir gut? Alles bestens. Ich versuche, an der Blacklist dran zu bleiben und einen Krieg zu verhindern. Ja, die Präsidentin hat wieder die Seiten gewechselt. Jetzt redet sie von neuen Beweisen und die Leute glauben es. Ein Grund mehr für mich, weiterzumachen. Du findest immer Gründe, weiterzumachen. Von mir lässt du dich ja nicht davon abhalten. Du bist der Grund dafür, dass ich das tue. Ich bin einer davon, aber das genügt. Wir sprechen uns. Eieieiei, geht's noch drunter und drüber. Okay. Der stimmt auch. Können wir nicht. Zum Hubschrauber wollte ich jetzt nicht unbedingt gehen. Sind das die Abschriften? Wir gehen nochmal kurz zu unserem Big Booty Fred, unserem Blutsbruder. Forward Fight Flight Deck. Okay. Ich hab gehört, hier oben wird gekämpft. Hey. Hey. Hey, Charlie. Hey, Sam. Schon gehört, Vic ist nicht mehr auf der Intensivstation. Du hast ihn gesprochen? Nein, er ist noch bewusstlos, doch sein Zustand gilt jetzt als stabil. Danke für die Info, Charlie. Sag denen, die sollen sich melden, sobald er aufwacht. Mach ich. Lass uns kacken gehen. Gute Arbeit, Charlie. Wir sehen uns, Sam. Auf dem Klo. Gut, weiter geht's. Dann wollen wir jetzt eigentlich mal zur Mission schreiten. Ich frage mich, ob er die Sachen überhaupt irgendwann mal wechselt hier. Müssen schon so durchgeschwitzt sein. Okay, irgendwie kann ich keine Infos bearbeiten. Keine Infos bearbeiten. Hier geht auch nichts. Man kann zu wenig machen hier, finde ich. Okay, Bahngelände abgeschlossen. Gefangenenlager. Solo. Im Dunkeln, Moskau-Russland-Grenzgebiet. Gut, wir machen hier direkt weiter. Ich melde mich heute live aus der Landeshauptstadt, wo Gouverneur Wyszynski den morgigen Tag gerade offiziell zum Officer Gareth Devin-Tag erklärt hat. Durch seinen heldenhaften Einsatz verhinderte Devin einen Giftgasanschlag auf das U-Bahn-System von Philadelphia, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen hätten sterben können. Die Feierlichkeiten umfassen eine Parade, ein Essen beim Gouverneur und eine Ordensverleihung im Senat von Pennsylvania. Auf diese Ehrungen angesprochen, antwortete Devin, ich zitiere, ich bin nur ein einfacher Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Will er uns verarschen? Dummer Arsch. Blöder Pisser. Dringe unbemerkt in die Anlage im Guantanamo Bay ein und finde heraus, warum Nori der Kia Flasche Informationen gegeben hat. Ach, sie. Entschuldigung. Heraus, warum Nori der CIA Flasche Informationen gegeben hat. Unos Momentos, bitte. So, da bin ich wieder. Ah, Katzen. Ah, ich das jetzt mal in das scheiß Mikro. Okay, Breathing starten. Grim. Nori ist in Guantanamo. Verdammt. Was ist los? Die CIA hat Nori gerade nach Guantanamo gebracht. Man befragt ihn zur Rolle des Iran bei den Blacklist-Attacken. Nori hatte Blacklist-Infos? Wir müssen wissen, welches Spielchen er spielt. Er spielt, ich sitze im Gefängnis und verrate euch alles, wenn ihr mich wieder freilasst. Wenn du was sagen willst, dann sag es auch. Okay. Grimm hatte recht. Deine Entscheidung war falsch. Unbedachte Cowboy-Scheiße und wir müssen es gerade biegen. Hey, haben wir den Iran nicht entlastet? Egal, ob die Infos stimmen. Nori wird alles Mögliche erzählen und uns vielleicht in einen Krieg mit einem falschen Gegner treiben. Ganz genau. Und welche Person würde das wollen? Sadiq. Er muss Noris Hintermann sein. Sagt wer? Sams Bauchgefühl? Wir werden es nie erfahren. Wir haben die CIA in Benghazi und Chicago über den Tisch gezogen und sind raus. Das stimmt. Du hast alle Geheimdienstkontakte vergrault. Wir haben noch dich. Was meinst du damit? Beres! Schließ dich mit Grimm und Charlie kurz. Wie soll Charlie mir helfen? Gar nicht.
Du hilfst ihm. Wir brechen ein. Wir brechen ein. In Guantanamo. Charlie braucht eine Liste der Sicherheitsprotokolle, um unsere Freigabe in ihr System zu hacken. Das ist nicht leicht. Du brauchst Papiere, Schlüsselkarten. Kinderspieler stelle ich im Dutzend. Das ist Irrsinn. Nicht für uns. Dafür wurde dieses Team zusammengestellt. Genau für solche Bachesaufgaben. Alle Typen da drin sind auf unserer Seite. Deswegen sagt Grimm, es wird niemand getötet. EMPs, Betäubungsgas und Rauch schalten sie ohne bleibende Verletzungen aus. Dann machen wir die Näherungsmine mal weg und knallen mal den Schlafgas rein. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, weil es sind ja auch Friends und sowas. Trikopter behalten wir mal. Es ist ja ein Elektroschocker mit dabei. Das ist ganz praktisch. Gut. Haben fertig. Könnte man neue Rüstung und sowas mal kaufen, mal ein bisschen mal aufpimpen. Dass wir mal ein bisschen besser werden, ne? Das könnten wir eigentlich mal nach der Mission starten, wenn ich es nicht wieder vergessen habe. Oh, das ist ein schöner Kötter von Call of Duty Ghost anscheinend. Riley oder wie der heißt, der Köter, ich habe keine Ahnung. Auf die Knie. Aufstehen. Sie sind jetzt ein Gefangener in Camp 7, im Gefangenenlager Guantanamo Bay. Nicken Sie, wenn Sie mich verstanden haben. What the fuck? Aufstehen, sofort. Gefangener, Sie stehen nun unter meinem Kommando und werden all meinen Befehlen Folge leisten. Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Tja, kannst von Glück reden, dass ich CIA-Freigaben und ein paar Freunde habe. Vorsicht, Briggs. Das muss doch gut aussehen für die Kameras. Oh Gott, da kriegt man ja richtig Schiss hier. Deine Ausrüstung liegt im Außenbüro hinter dem Erholungsbereich. Ich schalte den Strom ab, dann hast du es einfacher. Zurück können wir nicht gehen. Okay, drehen können wir uns auch nicht. Dann gehen wir einfach geradeaus weiter. Nuri ist bei Verhörspezialisten des CIA. Die machen Pause, das verschafft dir Zeit. Wir treffen uns beim Boot. Wenn ich eins finde. Wenn? Die Mission kam in letzter Sekunde. Wir müssen improvisieren. Na super. Da macht mir natürlich große Freude. Sehr gemütlich hier alles. Ich frage mich, ob da automatisch die Kurven geht. Du schaffst das schon. Was macht dich so? Ja, mach automatisch Kurven. Du hast keine Wahl. Ich frag mich, ob uns der Typ immer auch verfolgt. Nee, der Typ verfolgt uns nicht mehr. Ich bin so lange nebenan. Warte. Geh schon mal raus. Wurdest du auch eingesperrt? Sowas in der Richtung. Mich hat Sadiq auch gezwungen. Sadiq hatte nichts damit zu tun. Nein? Und trotzdem sitzt du im Gefängnis. Ich wette, er steckt dahinter. Das nächste Blacklist-Ziel. Rede. Tut mir leid, aber ich rede nur mit meinen neuen Freunden vom CIA, nicht mit dir. Du redest. Noch kannst du dir aussuchen, wie wir es tun.
Bitte aufhören, ich flehe dich an! Sadiq hat mich hergeschickt. Ich sollte die Amis ablenken, damit sie Teheran angreifen. Ich hatte nach Blacklist gefragt, verarsch mich nicht. Er hat vor, ein Schiff zu entführen. Ich habe nur die nötigen Männer besorgt. Wo? Ich weiß nicht, das ist alles, was ich weiß. Der Iran hat mit Blacklist nichts zu tun. Wer ist Sadiq? Für wen arbeitet er? Ich werde dir nichts mehr verraten. Was ist los? Hey! Du bist ja irre! Niemand wird dir helfen, Nuri. Nein, bitte nicht. Du willst die Hände behalten? Ich will Namen. Ich geb dir Namen. Sam Fisher. Anna Grimstotir. Isaac Briggs. Charlie Cole. Dein Team. Dein Flugzeug. Fourth Echelon. Er weiß alles darüber. Du suchst Sadiq? Der Mann steht direkt hinter dir. Sadiq wird hiervon erfahren und mein Tod wird qualvoll sein. Ich habe keine weiteren Informationen. Töte mich. Bitte. So viel Mitleid habe ich verdient. Ich sehe nichts. Was ist das jetzt hier? Weg?